liebe Zuschauer, wir kommen vielleicht heute auf den ersten Moment etwas klapprig einher. Hirn gehen nach vorne zu, gibt's heute auch nicht mehr. Aber diese alte gute Ente hat schon 280.000 Kilometer auf dem Puckel. Vorne noch ein Bremerhavener Kennzeichen dran, hinten prangt ein amerikanisches. Wie das alles zusammenhängt, das sagen wir Ihnen noch gleich in der Sendung. Wir haben nämlich heute wieder einige Gäste dabei. Wir sind heute auf dem Zwutsch und zwar, oder auf dem Zwitsch, ne? Das ist immer, steht immer noch nicht fest, was ja, es eigentlich ist. Auf jeden Fall sind wir im Ostertor im Café Casablanca. Und da haben wir unter anderem allen bei den Gästen Dieter Bodensky, kennt jeder. Und dann haben wir mal gesagt, gucken wir ein bisschen über den Tellerrand. Applaus, trotz allem. Gucken wir mal ein bisschen über den Bremer Tellerrand und haben auch Helga Schuchert da aus Hamburg. Und ich finde, die verdient auch einen Applaus, hat den weiteren Weg gehabt. Und außerdem haben wir natürlich auch noch Musik dabei. Und falls Sie diese Musik nun etwas an die Beatles erinnern sollte, dann liegen Sie gar nicht mal so falsch. Wir gehen mal rein. Noch einen ganz anderen Gast hier bei mir, nämlich jemanden, der also sehr viel weiter gereist ist, als es wahrscheinlich Wolle in diesem Sommer tun wird. Es ist immerhin ein Bremerhavener, er heißt Manni Müller und ist 20 Jahre um die Welt gefahren, hat im Alter von 24 Jahren Bremerhaven verlassen, weil er es wahrscheinlich dicker hat, ist das richtig? Nein, ich habe es nicht dicke gehabt. Ich habe eigentlich nur einmal Bremerhaven verlassen für eine längere Zeit und bin jetzt glücklich zurückgekehrt. Und das Ganze hat er mit genau dieser Ente unternommen, die wir ja am Anfang der Sendung gesehen haben. Und vielleicht sollten wir die auch noch mal zeigen. Was ist denn eigentlich an dieser Ente noch dran, was damals an der Ente dran war? Eigentlich alles, was man von draußen erkennen kann und sehen kann. Lediglich, ich habe einen zweiten Motor und auch ein anderes Chassis. Ja, und immerhin war das dreimal Totalschaden oder was? Zweimal Totalschaden? Ist aber von guten Blechkünstlern immer wieder zusammengebracht worden. Was habt ihr eigentlich unterwegs gemacht, um euer Geld zu verdienen? Ihr seid mit 160 Mark losgefahren und damit wie weit gekommen? Ich möchte sagen, mein Freund Ernst Lührs von Helgoland und ich, wir sind losgefahren am Ostern 1964 und sind mit den ersten 160 Mark wohl bis nach Jugoslawien gekommen. Und dort mussten wir anfangen, euch irgendwie durchzuschlagen. Und das habt ihr mit Musik getan. Ihr wart ja auch in Fernost. Was habt ihr denn dort den Deutschen vorgespielt? Also wir haben gesungen vom schneeweißen Busen bis La Traviata und wie eiskalt ist dein Händchen. Und was habt ihr den Bremerhaven dann mitgebracht? Also Bremerhaven haben wir natürlich auch mitgebracht, dass wir einige neue Lieder gelernt haben. Unter anderem auch ein japanisches Lied und das möchten wir mal ganz kurz vorstellen. Das möchten wir auch gerne hören. Mhm. Dann möchte ich kurz meinen Freund Uli John vorstellen, der ganz groß immer schon in der Bremerhavener Szene Musik machte. Nun wahrscheinlich für uns genau das, was Plattdeutsch für die Süddeutschen ist. Also man versteht kein Wort. Wovon habt ihr denn gesungen? Eigentlich der Text dieses Liedes, eigentlich sehr schön, heißt zu Deutsch
Wenn man weint oder wenn du weinst, erhebe dein Haupt, dass die Tränen nicht auf die Erde fallen. Also bei diesem Text, da denke ich daran, dass Sie ja noch ein sehr weites Repertoire haben. Das reicht ja von Elvis bis zur Operette, ne? Also davon möchte ich jetzt auch noch ein Stück hören. Also doch. Ja. Fangen wir erstmal mit der... Che gelida manina, la di la cerisha dare. All right, Ori. Hold me close, show me try. Baby, today with your love. Love it all, we're rushed in from the start. Well, I want you, I need you, I love you. Well, all my heart. Also, bravo. Ich kann mir schon vorstellen, dass man im Ausland begeistert war. Ja, wir haben inzwischen nun auch unsere Cocktails, meine Damen, meine Herren. Wollen Sie mal probieren? Und mal raten, was drin ist? Frau Schuchert, Sie haben einen guten Geschmack gehabt, sieht man Ihnen an. Was sagen Sie? Auweia. Auweia, das ist, glaube ich, nicht drin, aber... Ich weiß wirklich, wie gut, dass ich kein Barmixer geworden bin. Ich kann es wirklich nicht herausfinden. Gibt es hier Ideen? Pampelmusen und Rum. Pampelmusen mit Grapefruit Juice und Rum. Man sieht auch gleich, Man sieht gleich richtig. Den Weltbürger, du weißt es, ne? Ja, ich weiß es. Da sind nämlich tatsächlich Säfte drin, verschiedene Säfte und Rum und etwas Sirup. Aber eben, Sie wissen ja, das lockert so ein bisschen die Zunge, so ein Cocktail. Haben Sie mir eine sehr schöne Geschichte erzählt. Sie leiden auch unter der deutschen Nationalmannschaft. Also ich habe nicht richtig gelitten, denn ich habe viele Nationalspieler auf meiner Reise kennengelernt. Aber ich muss doch eins erzählen, ein kleines Erlebnis aus meiner letzten Afrika-Reise. Und zwar wollte ich es nicht wahrhaben, aber ich habe viele deutsche Globetrotter gesehen, die saßen in Nairobi, und zwar wollten die ein Visum beantragen für Algerien. Und ich habe es selber erfahren, als ich in Niger, in Agadez war und mich beim Konsulat vorstellte und feststellen musste, dass doch immer noch Algerien sauer ist auf die deutsche Nationalmannschaft und die österreichische, als seinerzeit das gewaltige Spiel 1982 in Spanien nicht gespielt wurde. Ja, da kann man sehen, wie wichtig Fußball ist. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende unserer Sendung. Wir sehen uns wieder am nächsten Samstag. Sonnabend. Wünschen Ihnen einen schönen Abend. Drehen Sie die Heizung an, wenn es zu kalt wird, und sagen Tschüss.